Wir machen mal wieder eine Live-Flirt-Analyse. Bedeutet, ich zeige dir jetzt hier ein Gespräch, was ich vor langer Zeit mal geführt habe, wo ich eine recht junge Frau angesprochen habe und ihre Nummer bekommen habe, sie später auch gedatet habe und von ihr den Einwand bekommen habe, ich sei zu alt. Und vielleicht kennst du es auch, wenn du schon aktiv Frauen ansprichst, du vielleicht auch eher auf die Jüngeren stehst, dass dieser Einwand von Zeit zu Zeit kommt. Und wie du richtig damit umgehst und wie du auch junge Frauen datest, das erkläre ich dir in diesem Video. Also schnapp dir am besten was zu schreiben. Ich werde das Video von Zeit zu Zeit anhalten und dir erklären, was ich da konkret gemacht habe. Und wenn du das Ganze einfach 1:1 so umsetzt, dann wirst auch du richtig attraktive junge Frauen daten können. Also ich würde sagen, wir springen mal rein. Am Anfang ist die Kamera ein bisschen verwackelt, aber das wird gleich alles ein bisschen besser. Hey. Sorry. Bist du Single, wollte ich fragen. Was? Bist du Single, wollte ich fragen. Ja, aber... Du hast einen coolen Style, deswegen. Ja, aber... Schön. Jetzt nicht wundern, warum ich mit so einem komischen Gesprächseröffner reingehe. Das war ein spezielles Video, wo wir eben diesen Gesprächseröffner, hey, bist du Single, ausprobiert haben. Übrigens auch sehr, sehr gut funktioniert. Das Video dazu, mittlerweile schon 2 Videos, findest du irgendwo auf meinem Kanal oder oben verlinkt. Und man sieht jetzt von ihrer Körpersprache, was du dir jetzt auch gleich mal anschauen kannst, dass sie sich dem Gespräch entziehen möchte. Natürlich, mit so einem Gesprächseröffner baut man erstmal Druck auf. Ja, mit einem direkten Kompliment oder vielleicht auch mit so einem Gesprächseinstieg steigt natürlich der Druck. Und deine Aufgabe ist es, wenn du direkt ein Gespräch eröffnest, den Druck wieder rauszunehmen, indem du schnellstmöglich den Smalltalk überschwenkst. Bedeutet, du willst eine Information von der Frau haben, mit der du jetzt zu Beginn erstmal eine Connection aufbaust. Aber warum aber? Jetzt bin ich gespannt. Was kommt als aber? Was? Aber? Du hast gesagt aber. Ja, aber. Aber. Ja, jetzt. Aber. Ja. Ja. Aber. Zu viele Typen am Start gerade. Kein Bedarf mehr für neue. Ja, genau. Ja, das ist bei mir auch so mit Frauen, aber wir Männer. Ja, aber sehen wirklich super aus. Hast du gerade sie gesagt? Ja. Das wird dir auch öfters mal passieren, dass Frauen dich siezen. Ne? Ich meine, sie ist jetzt in dem Fall 11 Jahre jünger gewesen als ich. Grundlegend mal okay, mich zu siezen. Aber es ist natürlich unangenehm, wenn du eine Frau kennenlernen möchtest und sie siezt dich so. Ich mache dann immer einen Spaß. Sag sowas wie, ach was, hast du mich gerade gesiezt? Sehe ich wohl so alt aus? Ich muss mal wieder zum Friseur oder meinen Bart ein bisschen kürzer schneiden? Oder ja, ich habe heute nicht so lange geschlafen. Sehe ich wirklich schon aus wie ein Rentner? Hahaha. Ja, das heißt, du nimmst das einfach mit Humor. Ziehst es so ein bisschen ins Lächerliche. Das tut dem Ganzen gut. Ist lustig, weißt du, ich wohne in Osteuropa. Ich habe das einem Kumpel gesagt. Da werde ich immer sehr jung geschätzt. Hier immer sehr alt, wegen dem Bart wahrscheinlich. Ah, okay, vielleicht, ja. Ja. Anscheinend, ja. Wie alt bist du denn? Aber Style ist wirklich super. Wie alt bist du denn? 19. Ja? Du? Sie? Ja, schon. 28. Ja, deswegen sie. Ja, wie gesagt, ich wohne in Osteuropa. Da schauen die Frauen erst auf Männer, die 35 sind. Da bin ich zu jung für die, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist eine andere Welt. Ja. Woher kommst du denn? Ja, privet, Kangula. So, normalerweise würde ich mir schneller die erste Info holen. So, bei dem Video wollten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß reinbringen, weil es ja mehr oder weniger eigentlich schon fast ein Prank-Video war mit diesen komischen Gesprächseröffnern. Aber ja, es ist wichtig, die erste Information zu bekommen und darüber eine Connection aufzubauen. Ne? Das heißt, sie sagt mir jetzt, sie kommt aus der Ukraine. Jetzt muss ich überlegen, was fällt mir dazu ein? Habe ich irgendeine Connection dazu? Kann ich vielleicht ein paar Wörter in der Sprache? War ich schon mal dort? Habe ich Freunde von dort? Hatte ich vielleicht schon mal eine Freundin aus der Ukraine? Habe ich irgendwelche anderen Bezugspunkte? Kann ich ihr irgendwelche Informationen von mir geben, die mit dieser Information zusammenhängen, um das Gespräch ins Laufen zu bringen und vor allem um eine Connection herzustellen. Nichts anderes ist es zu Beginn. Deswegen versuche immer, so schnell wie es geht, irgendeine Info herauszubekommen, was sie arbeitet oder studiert beispielsweise oder wo sie herkommt oder was sie jetzt gerade noch macht. Ob sie auf dem Weg zur Arbeit ist oder zum Fitnessstudio, ist egal. Hauptsache, du bekommst eine Information und mit dieser Information kannst du sehr gut arbeiten. Ich habe lange Zeit auch in Kiew gewohnt. Und, ja? Ja, und okay, auch... Okay, wegen der Arbeit? Ja, das ist jetzt nicht ganz wahr. Also ich habe da nicht gewohnt, ich habe mich mal länger in Kiew aufgehalten. Also ich habe da schon einen Bezugspunkt dazu, aber gewohnt habe ich da nicht. In einem Airbnb für ein paar Wochen. Aber das ist ja auch nicht ganz genau dem. Ein Kumpel von mir, der hat da eine Firma. Ach so. Ja, und Kiew hat mir gut gefallen, Odessa auch. Ich war auch bei eurem Nachbarland, was ihr nicht so mögt. Ja. Sochi hat mir auch gefallen. Ich kann ein paar Wörter... Ja, du siehst, nur weil ich jetzt ein bisschen was mit dieser Information anfangen konnte, bleibt sie stehen und ist auch bereit, das Gespräch zu führen. Ja, obwohl sie eigentlich schon halb
auf dem Weg zu ihrer Straßenbahn war. Bedeutet, das ist so ein Punkt, wo du ein Gespräch gewinnst oder verlierst. Die meisten Männer, die noch am Anfang stehen, verfallen zu Beginn des Gesprächs häufig in den Interviewmodus. Bedeutet, sie stellen eine Frage nach der anderen. Das ist unangenehm. Die Frau kann nichts über dich herausfinden. Sie hat keine Grundlage, irgendwie Vertrauen zu dir herzustellen. Sie weiß gar nicht, dass du ein cooler Typ bist. Und die meisten meiner Zuschauer sind coole Typen. Die haben auch ein bisschen was zu bieten. Deine Aufgabe ist es auch, dich zu vermarkten. Bedeutet, nimm die Information, hau was von dir ins Gespräch rein, damit sie dich kennenlernen kann, ohne gefragt zu haben. Ja? Und dann eröffnen sich ja auch in der Regel ein paar Fragen. Wieso? Was hast du denn da gemacht? Warst du da wegen der Arbeit? Oder hast du Freunde da? Deswegen bitte üb das. Du kannst das ganz einfach machen. Nimm dir doch einfach ein paar Karteikarten, schreib da mal ein paar Berufe drauf, vielleicht auch ein paar Herkunftsorte, wo Frauen häufiger mal herkommen, die du ansprichst. Und dann üb das mal zu Hause. Zieh mal eine Karteikarte und überleg dir, was kann ich jetzt spontan zu dieser Information sagen? Und dann ziehst du die nächste. Im besten Fall formulierst du es auch laut aus, sprichst vielleicht mit deiner Wand. Und wenn du darin geübt bist, dein Gehirn schnell arbeiten zu lassen, fällt es dir natürlich bei Gesprächen im echten Leben auch viel, viel leichter. So, was passiert jetzt? Natürlich, das ist eine spezielle Situation. Das ist jetzt am Straßenbahngleis, bedeutet natürlich, sie will zur Straßenbahn. Und das muss man auch mal so ein bisschen auf dem Schirm haben. Wann kommt ihr Bus, wann kommt ihre U-Bahn oder ihre Straßenbahn? In der Regel hast du an einem solchen Ort keine langen Gespräche, weil du wirst immer gegen Zug, Bus, Straßenbahn, S-Bahn verlieren. Ne? Wenn die gerade irgendwo auf dem Weg sind, ist es sehr schwer, dass die Frauen dann bei dir bleiben, obwohl gerade ihre Bahn einfährt. Habe ich früher häufiger probiert, dass ich dann sowas gesagt habe wie, hey du, bleib noch kurz hier, kannst ja die nächste Bahn nehmen. Aber dadurch, dass sie dich nicht kennt, ist das einfach für sie meistens nicht relevant. Also es ist viel, viel besser, jetzt das Gespräch so kurz wie möglich zu halten und dir die schnelle Nummer zu holen. Ja? Das wird jetzt hier auch passieren, sie will weg. Also was mache ich? Natürlich gehe ich noch schnell auf den Close. Für die Welt, Gagula, Josek, bla bla bla. Dann gib mir dein Instagram noch. Gib mir dein Instagram noch. Also, okay, ich kaufe das. Ich mach mir ein Foto. Natürlich, wäre es jetzt dumm gewesen zu fragen, hey, hast du Lust vielleicht Nummern auszutauschen? Sondern ich sag einfach ganz dominant, hey, okay, cool, dann gib mir noch kurz dein Instagram. Ich persönlich tausche mal eher Instagram aus. Ob du das so machst oder deine Nummer austauschst, ist dir überlassen. Ich habe in vielen Videos schon erklärt, warum ich immer Instagram austausche. Es hat für mich ein paar Vorteile. Ja. Du kannst natürlich auch auf die Nummer gehen. Es ist eigentlich egal. Wenn du ein gutes Social Media Profil hast, was für dich ein gutes Werbetool ist, dann erhöht das natürlich die Chance, dass du die Frau wieder siehst, weil sie natürlich bei so einem Gespräch noch nicht so viel Vertrauen zu dir gewinnen konnte. Ja, du bist halt einfach irgend so ein random Typ, der mal Hallo gesagt hat und 2 Minuten mit ihr geredet hat. Wenn sie aber Instagram sieht, okay, du gehst regelmäßig zum Sport, du hast Freunde, du hast eine geile Arbeit, du kommst ein bisschen rum. Ja, das ist ja Marketing, Selbstvermarktung. Ja, das ist ein geiles Tool, wenn man das weiß zu nutzen. Da ist die Wahrscheinlichkeit für ein Date natürlich größer. Ja, und ich habe das für meine Kunden auch so gelöst, dass jeder, der da Bock drauf hat, das aufzubauen, dass sie dann natürlich auch eine Struktur in die Hand bekommen. Und ich sehe, das ist extrem mächtig. Naja, also da vielleicht auch mal drüber nachdenken, langsam aber sicher sich so ein Profil aufzubauen. Die meisten Männer machen es aber leider falsch, muss man auch dazu sagen. Ja, weil du kannst auch ein Profil komplett falsch aufbauen, wo Dinge zu sehen sind, die gegen dich sprechen, und dann zerstörst du natürlich den guten Kontakt. Also es kann für oder auch gegen dich spielen. Und ich habe da sehr viele Fehler gemacht in der Vergangenheit. Deswegen, also da muss man aufpassen. Sagen wir es mal so. Guti, also ich hole mir jetzt dominant noch ihr Instagram. Und obwohl sie zu Beginn eigentlich gesagt hat, ich bin ihr zu alt und sie wollte eigentlich nicht, ja, habe ich jetzt einfach über diese 2 Moves sie für mich gewonnen. Einmal, dass ich die Information verwertet habe, beziehungsweise auch diesen Shit-Test, du bist mir zu alt, einfach ignoriert habe oder mich ein bisschen drüber lustig gemacht habe oder vielleicht auch den Einwand gut behandelt habe. Und der 2. Step ist, dass ich jetzt einfach dominant mir ihre Nummer oder ihr Instagram hole, bevor sie mir abhaut. Ja? In dem Fall macht es natürlich Sinn, vielleicht auch einfach nur ein Foto zu machen, weil immer das jetzt eingetippt hat. Ja, vergehen ja wieder 30 Sekunden und es kann sein, dass sie dann einfach abhaut und in ihre Bahn reingeht und du hast die Instagram nicht. Ich mache das dann meistens so, dass ich sage, hey, cool, öffne mal kurz dein Profil, ich mache mir kurz ein Foto. Das kostet mich 1 Knopfdruck und 2. und schon habe ich ein Foto davon gemacht. Und ja, dann kann ich mir später ihren Kontakt einspeichern. Hat auch den Vorteil, dass man diese Kontakte nicht verliert. Übrigens, immer wenn ich mir eine Nummer hole, das erste, was ich mache, wenn die Frau die Nummer eingetippt hat, ich mache einen Screenshot. Weil wie häufig hatte ich das schon, dass ich dann noch weiter mit der Frau gesprochen habe, habe es nicht eingespeichert und später war die Nummer weg. Also immer alles doppelt sichern. Okay, dann kannst du gleich zur Bahn laufen. So, okay. Packer. Ja, Packer. Ja, ciao.
So, paka paka. Genau, das heißt Tschüss auf Russisch oder Bye bye. Ich habe natürlich dann noch ein bisschen Marketing auf meinem Instagram gemacht. Bedeutet, sie hat gesehen, dass ich ein cooles Leben habe, dass ich ein vertrauensvoller Typ bin und dass es sich auch lohnt, mich zu daten. Und dann hatten wir auch dementsprechend ein richtig cooles Date. Naja, obwohl das nur ein Gespräch von 1 Minute 30 war, sie zu Beginn nicht wirklich Bock hatte und man eigentlich denkt, das ist keine wertvolle Nummer. Wenn man ein paar Dinge richtig macht, dann werden auch aus solchen flüchtigen Gesprächen, richtig gute Dates. Und ja, bedeutet, wenn du jetzt an dem Punkt bist, dass du auch junge Frauen daten möchtest oder generell überhaupt mal Frauen ansprechen möchtest und Dates haben möchtest dadurch, dann ermutige ich dich dazu, geh den Weg. Ja, es ist natürlich irgendwo auch die Champions League. Es ist nicht so einfach, wie sich hinzusetzen und Online-Dating zu nutzen. Aber am Ende wird man belohnt mit den besseren Frauen als beim Online-Dating. Beziehungsweise online brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, werden die meisten Männer wahrscheinlich sowieso nicht den Erfolg haben, den sie sich wünschen. Und das Schöne ist, dass auch beim Direktkontakt oder auch beim Online-Dating es klare Abläufe gibt, die jedermann da draußen lernen kann. Ja? Hin von wie eröffne ich ein Gespräch auf eine natürliche Art und Weise, wie nutze ich die Information, wie baue ich dann auch einen guten Flirt auf, wie verhalte ich mich von meiner Körpersprache, wie hole ich mir eine gute Date-Zusage, wie strukturiere ich ein gutes Date, wie besiege ich meine Ansprechangst und so weiter und so fort. Alles das, was notwendig ist, um richtig gute Frauen kennenzulernen, kann ich dir beibringen. Da sind so viele Dinge notwendig, an die du jetzt noch gar nicht denkst. Ja, vielleicht sogar ein Social-Media-Profil aufbauen oder mal einen geilen Style finden oder den Rücken gerade ziehen oder ob es Mentaltraining ist, um deine unterbewussten Blockaden mal loszuwerden. Ja, wir haben alles da. Wenn du auch Teil dieser Ausbildung sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ja, hier ist irgendwo unter dem Video ein Link für ein kostenloses Beratungsgespräch. Da kannst du dich mal eintragen und dann erkläre ich dir auch gerne, wie eine Zusammenarbeit zwischen uns beiden aussehen kann. Dann kannst du dich entscheiden, ob du das Ganze machen möchtest oder nicht. Und ansonsten natürlich, wenn es dir gefallen hat, lass noch ein Gefällt mir da. Kommentier du mir mal, wie du mit dem Einwand umgehst, wenn sie sagt, du bist ihr zu alt oder wenn sie dich sieht. Das würde wahrscheinlich auch alle anderen Zuschauer interessieren. Und teile das Video auch gerne mit jemandem, der sich endlich mal trauen soll, auch die jungen Frauen anzusprechen, weil er bis jetzt noch nicht so viel Erfolg dabei hat. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, entweder am Telefon oder beim nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Bye, bye.